Hallo und herzlich willkommen zum Tutorial für die Erstellung einer sprechenden Animation mit einem Avatar mithilfe von DID. In diesem Video, das zu 99% von einer KI erstellt wurde, zeige ich Ihnen, wie Sie Schritt für Schritt eine animierte Figur erstellen und ihr eine Stimme verleihen können. Los geht's! Schritt 1. Erstellen Sie ein Konto auf DID. Zuerst müssen Sie ein Konto auf DID erstellen, falls Sie noch keines haben. Melden Sie sich einfach mit Ihrem Google-Account an oder erstellen Sie ein neues Konto, falls Sie noch kein DID-Benutzer sind. Schritt 2. Wählen Sie einen Avatar aus. Nachdem Sie sich angemeldet haben, können Sie einen Avatar auswählen, den Sie für Ihre Animation verwenden möchten. DID bietet eine Vielzahl von Avataren, aus denen Sie wählen können, also suchen Sie einfach nach einem, der Ihrem Stil und Ihrer Persönlichkeit entspricht. Schritt 3. Passen Sie Ihren Avatar an, mithilfe von DALL-E, Lexica oder Leonardo AI. Sie können die Haarfarbe, die Augenfarbe, die Kleidung und vieles mehr so gestalten, wie Sie es möchten. Laden Sie anschließend Ihren erstellten Avatar oder ein Bild von Ihnen selbst hoch. Schritt 4. Erstellen Sie Ihr Skript. Sobald Ihr Avatar fertig ist, können Sie mit dem Schreiben Ihres Skripts beginnen. Schreiben Sie einfach, was Sie möchten, dass Ihr Avatar sagt, und speichern Sie den Text. Lassen Sie sich bei einer Schreibblockade von ChatGPT helfen. Schritt 5. Fügen Sie eine Stimme hinzu. Jetzt ist es an der Zeit, Ihrem Avatar eine Stimme zu geben. DID bietet eine Funktion zur Sprachsynthese, mit der Sie Ihrem Avatar eine Stimme geben können. Geben Sie einfach den zuvor geschriebenen Text ein und wählen Sie eine der verfügbaren Stimmen aus. Oder laden Sie Ihre eigene Audio hoch. Schritt 6. Generieren Sie die Animation. Ab hier läuft alles automatisch. Sie müssen nur warten, bis die Animation erstellt wird. Schritt 7. Exportieren Sie Ihre Animation. Sobald Sie mit der Anpassung Ihrer Animation fertig sind, können Sie sie exportieren. Klicken Sie dazu in der Videobibliothek einfach auf die Schaltfläche Herunterladen. Das war's. Jetzt wissen Sie, wie Sie eine sprechende Animation mit einem Avatar auf DID erstellen können. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Erstellen Ihrer eigenen Animationen.